Hallo meine Pupsis! Heute spielen wir wieder Dead by Daylight! Das ist ein total tolles Spiel! Das müsst ihr euch kaufen! Könnt ihr mal bitte auf Start drücken? Auf Start drücken? Ich wollte jetzt eigentlich noch weiterhören. Auf Start drücken. Ja, ich habe den Reflink in eine Beschreibung gepackt und da sind auch noch andere Reflinks drin. Und ich selber bin auch ein Reflink. Ich wurde einfach nur gezogen. Egal, keine Ahnung. Ich musste jetzt irgendwie das, was wir gerade da besprochen haben, schnell überquatschen. Oh Gott. Achso, ich muss nochmal fertig. Ich bin so fertig. Reflink. Ja, wir haben hier gerade. Reflink. Reflink, ja, lass mich. Reflink. Wir hatten hier gerade hier richtigen Real Talk. Vor der Aufnahme. Hatten wir das? Echt? Ja, vor dem Real Talk. Was ist los? Kennt ihr das immer, wenn die YouTuber Videos machen mit diesem Real Talk? Denke ich mir immer, ist das sonst was? Die sagen immer gar nicht real? Oh, das ist jetzt machen wir Real Talk. Ja, wie? Ist das sonst immer gelogen, was du uns erzählst? Ja, klar, das ist eine berechtigte Frage. Weißt du das noch nicht? Ist das Real Talk? Ich verstehe es nicht. Ich mache immer Real Talk. Also bei Minecraft oder so. Ja. Real Talk. Lass mal Real Talk machen. Lass mal Real Let's Plays machen jetzt, komm. Oder ich sage, die Zukunft meines Channels oder meine Zukunft auf YouTube. Ein paar ehrliche Worte an euch. Ich werde jetzt meinen Channel komplett ändern. Und das Video lutsch meine Sneaker, Alter. Hoch. Lutsch meine Sneaker, Mann. So. Oh, geil, ey. Ich bin total unzufrieden, wie YouTube sich entwickelt hat, obwohl ich Teil davon war die letzten Monate. Jetzt mache ich es aber alles anders. Jetzt habe ich mich mit jemandem verschritten, jetzt ist es doof. So, aber du könntest mich wieder aufhalten, indem du T-Shirts in meinem Shop kaufst. shop.gronkh.tv. Okay. Hat den Fall schneller, da war ich tatsächlich schon mal drauf gewesen. Wie er. Ja, ich sag immer eher zu dir, ne? Das ist warte, ich hab hier gerade. Der Pan. Tobi, ich habe heute beschlossen, dass ich heute deine. Oh, bitte verpiss dich einfach, Mann. Echt. Tobi. Ich habe echt genug jetzt von dir, Kevin. Jetzt will der Curry sich wieder einschleimen. Ja, weißt du, aber nach der letzten Folge. Ich habe ja beschlossen, Folge, dass Tobi und ich heute Mann und Frau sind. Damit es dann was wieder heißt, oh, der arme Kevin. Ja, so ist es. Ich bin doch einfach nur dein Beschützer und Helfer echt heute. Echt widerlich, Mann. Tobi, ich werde heute an deiner Seite bleiben für immer. Wenn du stirbst, dann sterbe ich mit dir. Das ist voll die Drohung einfach. Das ist voll die Drohung. Das ist echt so. Nein. Guck mal, Tobi. Super, Tobi, super. Weißt du, ich würde echt lieber am Haken hängen, wie mit dir hier rumzulaufen gerade. Super, Tobi. Ja, wenn du hängst, dann hängen wir zusammen. Hä, was? Ich häng mich dann an deinen Fleischhaken. Kannst du bitte weggehen? Nein, Tobi, warte. Kannst du mal bitte weggehen, Kevin? Tobi, ich bin dein bester Freund. Kevin, Alter. Jetzt du brauchst gar nicht die Klappe darunter ziehen. Tobi, warte. Guck mal hier, rechts, Pan. Tobi, rechts. Hm? Rechts, Tobi. Kannst du mich erlösen, bitte? Komm, Tobi. Ja, komm her. Schön weitermachen. So, schön, nächster Generator geht in Arbeit. So ist fein. Hol dir mal den Kevin. Der nächste Generator geht in Arbeit. Coming up. So ist gut, Tobi. Sehr gut. Weiter. Das finde ich nicht so gut. Würdest du das bitte lassen? Liebe Pan, ich hasse dich aus tiefstem Herzen. Ich möchte das nochmal kurz. Wieso lachst du so dreckig? Was ist da los? Weil ich wieder random? Wie bei der letzten Aufnahme. Ey, ich hab dich nicht gehört. Ich hab einfach nur random reingeguckt. Deswegen muss super, ich jetzt gerade so lachen. Super. Dann lass doch die Falle wenigstens weg, damit ich eine Chance habe. Du hast eine Chance. Das ist so gemein. Ich hab keine Chance. Alter, jetzt schlägt ihr mich noch. So. Boah. Schnauze. Du kleines. Ich soll ja nicht mehr so fluchen, du kleine Honigpraline. Nein, über dem Haltbarkeitsdatum. Du hast die Gefühle vom Zuschauer, verletzt das bitte. Ich verletze dir gleich was ganz anderes. Ich komme hoch und breche dir die Arme, dann kannst du mal gucken, wie du spielst. Ja, da guck mal, so läuft das hier eigentlich. Das ist dein wahres Gesicht, jetzt wisst ihr mal Bescheid. Ja, aber in Wahrheit kriege ich mal die Schläge hier. Das wissen alle. Was war das denn gerade? Was denn? Aua. Mei, glaub du, ich muss kaputt gehen. Tobi, was hast du getan? So, du warst kein süßer Junge. Hallo, Pan! Ja, hallo? Du hast mich gar nicht gesehen? Willst du mich verarschen, Alter? Was ist da los? Ich hab dich wirklich nicht gesehen. Alter, was ist mit dir los? Kombinator, die Pan ist böse. Die Pan ist böse. Verbreite nicht solche Gerüchte. Hose. Ja? Ja? Hose. Mal bitte die Generatorin. Hey, Pan. Nichts reimt sich auf Böse. Warum muss ich mal ich halte mein Versprechen. Außer. Hey, Curry, mal. Ich halte mein Versprechen. Tobi, du bist mein bester Freund. Tobi. Lauf, Tobi, lauf! Ich bin dein Beschützer! Du riechst nach leckerem Hundepansen. Lauf, Tobi, lauf! Was macht ihr da eigentlich gerade? Curry, das war irgendwie lauf, total Tobi, süß lauf von dir. Hier, guck mal, Pan, hallo! Ach. Lauf, Tobi, lauf! Curry, man, du musst das nicht tun. Lauf, Tobi! Was denn überhaupt? Was muss er nicht tun? Was ist da los? Was ist da los?
Tobi, was ist denn da los? Wo seid ihr denn gerade? Ich heile mich gerade. Oh Gott. Achso, das ist gut. Das ist toll, ne? Das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr auch gut, Tobi, dass du das tust. So ist fein, Tobi. Du bist mein Junge. Das ist sehr hervorragend. Ich fühle mich voll verarscht vom Curry, sehr hervorragend. Aber das Traurige ist, wahrscheinlich heißt es in den Kommentaren, oh Curry, du bist so ein Ehrenmann. Pan. Hey Tobi, jetzt nimm doch die Hilfe einfach an, Mann. Was denn so schwer? Der Curry hat den Pan an mir abgestriffen. Was ist da los? Auch das nicht. Unsere Kenntnis. Nein, warte mal kurz. Ich krieche gerade für Olympia. Du weißt, es sind momentan Olympische Spiele, du musst mich kriechen lassen. Das ist wichtig. Da kriechst du echt zu viel, ne? Ja. Ich finde ja auch in Griechenland statt. Oh, bitte, nein! Was denn? Oh Gott, wie schlecht war das denn, bitte? Was soll das mal heißen? Weiter? Dann kriechst du mal weiter. Früher war dir das immer gut genug. So. Jetzt. Kriecht echt nicht genug, ey. Was? Echt nicht genug. Du kriechst doch nichts mit hier. Vom Spiel. Okay. Tobi, so ist gut. Herz klopfen. Do you remember the time? Das Typ ist doch ja nicht, dem Junge fehlt ja das ganze Gehirn. Macht nichts, wir stecken Kibbeling drin. Wenn es das wäre, Tobi. Das hat sich echt gut angehört. Das stimmt, ich war auch sehr begeistert. Das Ding ist, das könnte gar nicht sein, weil du den schon längst weggefuttert hättest. Ah. Jetzt kommt er. Jetzt, also ich war sehr begeistert. Jetzt wird's beleidigen, Curry. Ach so, gut, Tobi. Wenn wir jetzt auf diese Schiene angekommen sind, dann was denn? Ja, der Curry übertreibt es halt. Was denn? Was? Ja, hä? Worum geht's eigentlich gerade? Du hast gesagt, mein Hirn ist ein Kibbeling, Alter! Hä? Das war aber nicht so wörtlich gemeint, oder? Nein, das war eher so spaßig gemeint, weißt du? Du hast gesagt, eure ganze Familie geht zum Kibbeling essen. Das kann doch keine Beleidigung sein. Hey, Pandoria. Alles klar. Hey, Pan. Tobi. Pan, ich finde das echt nicht gut gerade jetzt. Jetzt geh mal weg, bitte. Tobi. Geh doch mal bitte weg. Tobi. Tobi, was los? Ich meine, eigentlich finde ich es ja echt super, wenn du hier bist, ne? Aber geh doch mal bitte. Tobi, es ist soweit. Möchtest du ein Auto kaufen? Ich habe hier echt coole Autos für dich. Auge, Scheiße. Gewöhn dich an den Gedanken, Tobi. Kauf dir doch mal ein Fahrzeug hier. Ein Fahrzeug? Ach, Tobi. Wann kommt eigentlich eine neue Killer? Diese komische Spinnenfrau. Wenn es um Geld geht, Sparkasse. Ja. Wahrscheinlich, wenn wir schon vorproduziert haben. Natürlich. Ja, wahrscheinlich auch genau dann. Oh! Oh, das war was ganz Neues. Oh, das war aber jetzt doof. Das ist aber jetzt zwiegmühlig. Pimbidi-pambidi-pu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 mbidi-p
Nee. Kennt ihr die nicht? Papa Doria. Geh, Tobi, geh. Ich kann nicht gehen, die steht vor meinem Eingang. Alter, ernsthaft, Tobi, was machst du denn? Okay, warte. Geh doch mal, bitte. Geh, Tobi. Wie soll ich denn gehen können? Die steht an die Vereingang. Jetzt geh, Alter. Was ist los? Lauf. Das wird nix. Die Bahn ist da. Nein. Dich wollte ich haben. Ja, du hast doch einfach nur reingeworfen. Dass du die ganze Zeit so mit mir gespielt hast. Ich hab nicht mit dir gespielt, ich hab Tobi geholfen. Oh, tut das gut. Willkommen. Es tut mir einfach nur so verdammt gut. Ich hab's die ganze Zeit... ich hab's darauf abgespielt. Ob das eine gute Idee ist, das weiß ich selber nicht. Ob das eine gute Idee ist, der Curry geht ins Licht. La. Curry? Was denn? Klopft dein Herz eigentlich sehr oder nicht so? Okay, dann lass doch, ich das. Gerade bin ich fast, ich bin verliebt. Ist er dann nicht schnell erloschen? Dann sollt ihr das vielleicht lieber lassen, oder? Ja. Tobi, wie ist deine fachmännische Einschätzung der Sachlage? Warum heißt du Thomas? Wer ist Thomas? Du heißt doch Thomas. Okay, wenn ich jetzt sterbe, dann fliehe einfach. Dein Rücken steht Thomas. Ach so. Du bist erst 14. Ich kann in guten Gedanken. Hast du auch einen LP-Channel? Ja, ich bin Thomas LP. Scheiße, ich wieder. Ich sterbe. Okay. Nein. Ich hab mal eine Frage. Die Stimme ist zu hell, ne? Okay, du musst fliehen. Ja, okay. Fliehe. Wie mach ich denn das? Jetzt? Ich hab das jetzt zum ersten Mal. Okay, hier ist ein Tor. Muss ich machen? Kann ich da jetzt durch? Wo bist du denn gerade? Bist du hinten? Ich bin hinter dir. In deinem Popo. Ja? Ich bin Timmy Tampon, der lustige Freund von unterwegs. Ich stecke immer zuerst das Köpfchen rein. Ja! Und sehe mich erstmal um, bevor ich mich reinschraube. Alter! Timmy Tampon, du bist unser bester Freund. Timmy Tampon, und du bist nicht solariumsgebräunt. Okay, ciao. So. Entschuldigung. Wo warst du denn? Ich war noch hinten am Eingang. Ja, ich war noch hinten. Ausgang. Es war so eine schöne Zeit. So. Es ist vorbei bei Julimond. Alter, der Tobi hier. Fette Punkte, der Tobi. Ja, der Tobi ist echt gut geworden. Der Tobi, ey. Was ist los mit dem Tobi? Tobi, was ist los mit dir? Tobi, hast du was zu sagen? Ich bin jetzt ESL Pro Gamer, Mann. Ich mach Millionen im Jahr. Mit Dead by Daylight. Nice. Millionen was denn? Reflink! Abos. <Ach so. lacht> Abos, Reflink, Abos. Was fällt euch dazu ein? Ich möchte gerne Turbinator Duschschaum haben. Ja. Wonach riecht es? Oder so ein Pelzmantel aus meinen Schamhaaren. Boah, das wäre auch geil. Wie so ein alter Iltis, ne? Überwurf. So geil. Filzige Haare von so einer Katze einfach. Curry. 20 so Jahre alt Liefkatze. Oder so ein Hund, der sich im Arsch gewälzt hat. So ein Hund, der sich im Arsch gewälzt hat. Da kannst du klopfen, da kommt nicht nur Staub raus, sondern manchmal auch ein Stück Schogette. Lecker. Fingernägel. Ich möchte nochmal betonen, dass wir ja gerade vorproduzieren für die Gamescom. Die Folge hier, kommt die schon während der Gamescom? Was ist denn die Gamescom? Weiß ich nicht. Ich glaube schon, ich weiß nicht. Ja, doch, die müsste eigentlich so am Anfang in der Gamescom. Wir sind ein bisschen durch. Warte mal, Donnerstag. Nein. Samstag. Montag. Die Folge kommt am Montag. Okay, Montag ist ja schon. Montag, meine Damen und Herren. Kurz vor der Gamescom. Die Bluthütte. Der Bluthütchen. Wo bin ich mal wieder beim Thema? Tampon, Timmy Tampon, oder wie hieß der? Tadeltampon, was? Herzlich willkommen beim Timmy Tampon zu Hause. Ich hab Tadeltampon verstanden. Da, wo der Blut noch eingesaugt wird.
Was? Okay, da geh ich nicht. Hey Tobi, mein Freund, na du? Oh nee, jetzt ist der schon wieder da, ey. Ich bin dein Beschützer in der Not. Der sucht aber auch die Freundschaft immer, ne? Ja, warum ja, denn auch nicht? Naja, weil du vielleicht vor der, in der letzten Folge ein Arschloch. Geh doch mal auf friendscout25.de. War noch nie so fröhlich. Gibt's das noch? Weiß ich nicht. Diese penetranten Werbungen. Super, Tobi. Am ekelhaftesten ist diese eine Werbung mit diesem einen. Mit diesem einen schwierigen Lappen und dieser jungen Dame. Sehr Meinst gut. du Jeff oder was? Weiß ich nicht. Jeff, ich heiße Jeff. Ich weiß es. Ah. Das ist voll der Schmierlappen einfach. Das die wollte ich nicht wissen. Du bist nur ein Penis für mich. Hey, heutzutage Pan. Ist das. Hm? Pan? Was denn? Voll. Was denn? Geh bitte. Niemals. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ihr seid ja alle planlos. Schamhaar, Iltis. Hm? Jedes Mal, wenn du in der Nähe bist, hört sich ein bisschen an den Superheld. Schamhaar, Iltis. Schamhaar, Iltis. Du hast was Besonderes. Hm? Jedes Mal, wenn du in der Nähe bist, quack ich jetzt. Quack. Wenn du ganz nah dran bist, das quack ich ganz schnell. Du hast mich verrückt. Was ist das denn? Kari hat richtig gute Laune, ne? Ja, man muss das Ganze ja positiv sehen. Man darf ja nicht da. Ne? Oh, ich bin ja nicht vor Augen für den Finger. Oh, schade, wäre ich mal hinterher gelaufen. Boah, schade. War aber schön, fand ich gut. Hey, Curry. Was machst du denn, Alter? Ich glaube, ich schiebe mich für vorhin, Mann. Nein! Nein! Oh, das Curry, ich denn? Alter. Geil! Ich hätte nie gedacht, dass überhaupt jemand reinläuft. Scheiße, Mann. So ich, grad, ich war noch im Schrank, als du sie gelegt hast. Falle auf Doom, Alter. Ich hab gesehen, ich wie war du noch im Schrank. Da kamen her. Zigeuner ich in unsere Stadt. Das ist ein Lied, das heißt so, das geht wirklich so. Ich kann da nichts für. Da gibt's ja auch das Lied, Mein Freund Abdullah, ne? Hä? Wie geht denn das? Nummer Uno. Das ist von, Falle vom Hagen. Ah, oh, wie hieß der denn? Dieser Kinderliedsänger. Ja? Doch, die wissen das schon. Wie hieß der ja. Ja. Das ist ein Kinderlied? Ich kenne das nicht. Also ja, ist wahrscheinlich was Positives, oder? Ja, aber das wird, glaube ich, sogar auf YouTube mittlerweile gesperrt oder verboten oder sowas. Hä, warum das denn? Ach, wie heißt der Typ denn, ey? Lass das mal. Das. Ich hasse das. Das. Ja, ich wollte was gucken. Lass das. Fällt dann Alter, was? Yeah. Erstmal, ich habe voll den geilen Salto gemacht und zweitens, wieso kam ich in diesen Scheißberg nicht hoch? Shit. Wieso kam ich da nicht hoch? Du bist unsere letzte Hoffnung. Während ich das sage, habe ich schon alle Hoffnung verloren. Du hast doch gesehen, dass ich gerade festgeklippt bin. Oh, wieder wiggelt! Ja, natürlich wiggle ich, weil du mich viel zu fest anfasst. Wiggeln? Ich bin sensibel, ja, ich habe vielleicht auch mal Gefühle. Du bitte mal aufhören zu wiggeln. Hör auf, mich in deinen Keller zu verschleppen und deinen Vorrat zu haben. Du willst uns alle nur auffressen. Wir sind ja, alle nur Trockentee für dich. Lass das. Ja! Hol mich runter! Nein, ja, bin ich, ich bin doch nicht bekloppt! Hol mich runter! Egal! Scheiß drauf! Das Ding ist, ich weiß nicht, wo der Curry hängt, weil ich seh's nicht. Ja, Tobi. Ich bin in der fünften Klasse. Danke, Tobi, danke. Okay, das war lustig. So, Entschuldigung. Oh, Curry, warst du das? Huch! Das Ding ist, ich habe nicht gesehen, wo der Curry hängt. Sonst wäre das kein Ding gewesen, aber. Das war ein Bug-Curry, es tut mir echt leid. Ja. Kevin, Mann. Oh, Curry ist schon tot? Ich würde dir echt sagen, es tut mir leid, Curry, aber es tut mir gar nicht leid. Tobi, du machst weiter Generatoren, ne? Ich hab Curry schon immer gehasst. Oh, hey, lass das! Boah, Pan, was ist denn los mit dir? Okay, mein Name ist Tobinato kriechen. Und das ist meine Nein. Geschichte. Nein, du weißt doch, hier ist gerade. Tobi, du bist so hässlich. Happy Kriechmes! Was willst du denn jetzt von mir, Curry? Dein Spielcharakter erst. Warum lässt du mich nicht kriechen? Ach, was komm. Ist denn. Du hast wohl was gegen Kriecher. Ey, Pandoria, was hast du gegen Kriecher? Ich liebe diese Hate-Stimme einfach. Oh, jetzt kommt. Es wird spannend. Sie stellt eine Falle auf oben im Haus. Ihr Jonathan Frank. Wow. Hä? Spring doch mal runter. Hä? Was denn? Nee, nicht schon gut. Was hältst du denn? Ja, ist schon gut. Hast du etwa ein Geheimnis? Ja, ich habe ein Geheimnis. Ich würde das jetzt nicht tun. Back. Stelle. Oh, dann ist doch nicht wahr. Ich war doch gerade da oben. Super leise. Was ist denn los? Hey, guck mal. Fenster! Geh doch durchs Fenster. Hoch! Oh. Gleich abgeht. Oh. Hey, Gronk! Oh, wie Mann! Gronk! Hey, Pan, komm, wir machen ein Wettrennen.
Hast du was gegen Beinlose, dass du mit mir kein Wettrennen machst? Was war das denn jetzt, Tobi? Ah, die hat das gesehen, oder was? Oh nein! Ey, oh Gott! Oh Gott, Tobi! Boah, ist das böse. Boah, Das böse. Ja, die Falle habe ich nicht gesehen. Ja, sonst wäre das gar nicht mehr so schlecht gewesen. Das mit der Falle ist echt böse. Da bin ich jetzt auch sauer auf Pan. Ja. Vorhin bei Gronkh hat das funktioniert. Ja, weil ich bin immer auch doof. Das ist ja nee, bei Curry war das. Stimmt, bei Curry. Da habe ich echt lieber ein Kippel. Dann ist Curry doof. Ganz ehrlich, ey. Vorhin bin ich hier runtergelaufen, hat das einwandfrei funktioniert. Gute Nacht, Tobi. Übrigens, die Klappe ist im Haus. Ja, wenn das jetzt noch viel bringt, weiß ich nicht. Ob mir das jetzt noch viel bringt, kann ich nicht sagen. Ja, ich stelle Fallen auf, also. Ja, na klar, davon gehe ich aus. Ja, nee, das habe ich sogar gehört. Ja, ich auch. Okay, ja. Die Falle. Wo ist er denn? Ich würde es aber genauso machen, ehrlich gesagt. Ich würde es genauso machen, wenn ich mit den Fallen habe, nicht. Ja, würde jeder von uns machen. Ja. Außer Tobi. Der könnte die Fallen gar nicht stellen. Ne, Tobi ist zu nett auch. Der Tobi ist zu nett. Ja. Vor allem, wieso lästerst du jetzt wieder über Tobi, jetzt wo du tot bist? Ich hab nie über Tobi gelästert. Natürlich, du lästerst immer über mich, aber dann heißt es wieder, oh, du hast jetzt, gerade eben hast du jetzt über Tobi gelästert, oder nicht? Das nee, hab ich doch gerade gehört. Du bist jetzt tot und lästerst sofort über Tobi ab. Das finde ich aber so ein ist das jetzt schon das zweite Mal, dass der Curry vor mir gestorben ist. Finde ich so ein bisschen aber traurig, ehrlich helfen. Gesagt, muss ich zugeben. Hallo. Ja. Was denn? Der Tobi, ne? Ja. Der ist eigentlich ein ganz guter Kerl. Das sagst du jetzt so einfach. Ja. Ja. Das sag ich. Ja! Nein! Ja! Nee, Moment mal, wieso hat das nicht geklappt mit den Fallen? Und ich fand das so fies mit den Fallen. Weil er von der anderen Seite, reingekrochen ist. Ich war schon oben auf der Veranda oben und hab gewartet. Ich fand das so fies mit den Fallen. Ich hatte voll schlechte Gewissen jetzt gerade. Was? Nein! Scheiße. Du lässt mich beinlos durch ein Level kriechen, hast ein schlechtes Gewissen. Du bist lieb. Hättest du doch an der Klappe gehen können. Scheiße, und ich hatte überlegt, was denn so Fallen drumherum? Gehst du immer wieder nachgucken? Nee, lass mal. Scheiße. Welche Taste hätte ich drücken müssen, um ihn zu greifen? Weil das hätte ich einfach noch geschafft. Nur schlagen. Ich glaube, du warst einfach nur zu spät. Okay. Ich glaube, du warst einfach zu spät. Ich habe ein bisschen gewartet, bis das Herzschlag ein bisschen leiser war und dann bin ich runtergeplumpst und sofort hingekrochen, aber ich wusste nicht, wo du bist. Hast du gut gemacht. Das war echt toll. Ja, war doch diesmal. Ich bin jetzt nicht so deprimiert wie sonst immer. Nee, aber war doch gut. War doch eine solide Runde. Okay, ich habe auf jeden Fall meinen Typen hier gefunden. Darauf fahre ich mir jetzt erstmal eine fette Runde in die Hose. Ja. Was? Da mache ich mit. Tobi, Kollektives in die Hose fahren. Außer Curry, der darf nicht mitmachen. Ja. Tobis Hose ist ein Freizeitpark. Da können auch ganze Familien drin übernachten. Ja, der nächste in der Runde ist dann der Tobi, ne? Oh wei. Yeah. Kack mir auf den Bauch, Tobi. Alter, was? Weißt du übrigens, dass jeder Witz ein Kernchen Wahrheit enthält? Ja, das ist es nämlich. Das ist es nämlich. Ja. Der Tobi gibt doch sonst auch überall seinen Senf dazu. Was? Hä? Was? auch mal jetzt fragt er gleich, ob ich sein Senfglas rein will, Alter. Alter, was ist denn los mit dir, Vibe? Was ist da falsch gelaufen? Alter. Ganz kurze Frage. Bin ich diejenige, die es geschrieben hat, oder der Curry? Ganz kurze Frage. Wer nicht verdaut. Ganz kurze Frage. Geil! Wenn der Mais nicht verdaut wird, hinterher, ne? Alter, Boah, Bierschiss mit Mais. Das sieht aus wie Chili con Carne, Alter. Chili con Kacke. Alter. Chili con Kacke. Alter. Oder ich will Chili con Kacke. Einmal Mexikaner-Eintopf. wenn der Mais nicht verdaut wird, kann man hinterher noch Popcorn draus machen? Das ist die Frage. Und wenn kann man das so gut verkaufen wie diesen Katzenkaffee? Der Katzen aus dem Arsch kommt, dieser Kaffee ist auch mega ekelhaft. Teuer. Aber kann man das mit Mais nicht auch. Das kann man mit Mais auch machen. Sei doch nicht so ekelhaft. Warum wieso? Das ist doch abartig. Das ist doch so. Und das mit dem Mais. Mach bitte die Abmoderation. Dann machst du einfach aus dem Mais. Was mit Dead by Daylight? Check. Nee, pass auf. Mit dem Mais. Kannst du die Goldgräber. Kannst du mit so einem Sieb einfach aussieben. Und dann kannst du auch aus Popcorn machen und das teuer verkaufen. Das ist ja mit Curry los, ey. Das musst du. Was ist. Alter. Curry! Was ist denn los mit dir? Bist du besoffen? Das ist doch die Bienenhonig, Alter. Agavendicksaft.
Hübeling. Oh. Ja, in der nächsten Folge, Tobi, da wird hier gerade echt zu ekelhaft. Ich muss gleich auch kotzen. Du hast angefangen, verdammt. Nein, der Curry hat angefangen. Mais. Ja und? Curry hat geschrieben, kack mich an, Tobi, hallo? Nein, er hat geschrieben, kack mir auf den Bauch. Ja, kack mir auf den Bauch. Noch. Es ist echt ekelhaft, ich bin jetzt raus, tschüss. Ja, ich auch, tschüss. Ich geh das mal fett scheißen, tschüss. Viel Spaß, Tobi.